Im heutigen Video schauen wir uns 10 Secrets in Roblox Doors Floor 2 an, die ihr garantiert übersehen habt. Denn in Floor 2 im Update haben sich nicht nur Sachen im zweiten Stockwerk geändert, die neu dazugekommen sind, sondern auch in den alten Stockwerken und sogar in der Lobby haben sich Sachen verändert, die euch garantiert noch nicht aufgefallen sind. Ich zeige euch heute alles. Wenn euch das gefällt und ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Ich danke euch für euren Support. Und schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Wir haben coole Shirts. Ich habe eine eigene Funko-Pop-Figur. Wusstet ihr, dass ich eine eigene Funko-Pop-Figur habe? Link zum Shop ist in der Beschreibung. Wir haben coole Lampen, Handyhüllen, Schlüsselanhänger. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ist garantiert auch was für euch dabei. Und wir starten direkt rein mit dem ersten Secret, denn seit dem Update kann man die Treppe in der Lobby benutzen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welche Treppe meine ich denn hier überhaupt? Wenn wir hier vorne zur Tür rausgehen, ist im Backdoor-Update dieser Außenbereich hier neu dazugekommen. Ja, früher war ja der Eingang zu den Backdoors hier drüben. Man konnte durch diese... Oh, der ist sogar wieder hier. Eine Zeit lang war der Eingang mal weg, okay? Also man kann hier auch zu den Backdoors rein. Und hier vorne ist diese Treppe. Diese Treppe konnte man nicht betreten. Also hier war quasi wie so eine unsichtbare Wand. Hier konnte man nicht weiter. Aber jetzt können wir diese Treppe runtergehen. Und hier unten... Hier unten ist nichts, aber wir können die Treppe runtergehen. Das ist ziemlich cool. So, hier ist jetzt wieder eine unsichtbare Wand. Aber warum können wir die Treppe jetzt runtergehen? Am Anfang konnten wir sie nicht runtergehen. Jetzt mit dem Update können wir hier vorne runterlaufen. Vielleicht ist ja ein Teil vom nächsten Update am Ende dieser Treppe. Wir werden sehen. Und für das zweite Secret befinden wir uns bereits in den Mines. Wir sind in Floor 2 und ich werde euch zeigen, wie ihr direkt am Anfang bereits ein Minecart fahren könnt. Ihr wisst ja, in der ersten Seek Chase fahren wir am Ende des Minecart durch die Minen durch, wo wir dann von den Grumbles anschließend verfolgt werden in Raum 150. Aber wusstet ihr, dass ihr bereits dieses Minecart hier am Anfang fahren könnt? Ihr müsst es einfach nur hier drüben plopp in den Abgrund schieben und euch hier hinstellen, wo gleich das Minecart spawnt. Warte, jupp! Und dann, also ihr schiebt es in den Abgrund, stellt euch hier hin und wenn das neue Minecart kommt, könnt ihr es sogar anschieben, während ihr draufsteht, Leute. Ihr könnt quasi hier am Anfang schon Minecart fahren. Let's go. Warte mal, kann man sogar die Weichen verstellen eigentlich? Oh, ja, kann ich. Warte mal, kann ich durch die Wand fahren hier? Da unten? Moment. Leute, das probieren wir aus. Wir nehmen Anschwung. Ich ducke mich sogar und... Oh, okay. Ich glaube, ich bin an den Balken hängen geblieben. Oh, das wird eine Beule geben. Und beim dritten Secret, Freunde... Habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr Finger gesehen, der da von... Hey! Habt ihr Finger gesehen, der da von oben irgendwo runterfällt? Secret Nummer 3 ist nämlich ein Loch im Rohr. Wir kommen nämlich in diesen Bereich hier und wir sehen hier oben ein Loch im Rohr. Das werden wir noch an anderen Orten hier sehen. Aber der Witz an der Sache ist, seht ihr da unten das Gitter, was hier runtergefallen ist? Das war mal da drüber. Figger kommt aus diesen Löchern in den Rohren. Der kommt, der fällt aus diesem Loch raus. Das Gitter fällt hier runter und Figger ist irgendwie durch dieses Rohr gekrochen, um hier hinzukommen. Was zur Hölle, wie passt der da überhaupt rein? Ich meine, das ist ein großes Rohr, aber so groß ist es nun auch wieder nicht. Und Figger ist auch nicht gerade klein, aber ich fand es ziemlich krass. Und bei Secret Nummer 4 geht es um Horde. Denn während der Horde-Verfolgung in Kapitel 2, in Floor 2, können wir die ganze Zeit OP-Items einsammeln. Natürlich hat man während der Verfolgungsjagd nicht viel Zeit, um Items einzusammeln, aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, könnt ihr bei Horde richtig abstauben. Wenn ihr hier nämlich unterwegs seid, könnt ihr fast die ganze Zeit in den Kisten irgendwelche krassen Sachen finden. Hier das Pflasterpaket. Hier drinne ist Feuerzeug. Dazu gibt es ja dann noch das Batteriepaket, die große Taschenlampe. All das könnt ihr während der Horde-Verfolgungsjagd finden. Aber lasst euch nicht erwischen. Bei Secret Nummer 5 haben wir das Ending von Floor 2. Denn wie ihr alle wisst, werden wir in Floor 2 von den Grumbles verfolgt, die uns das Leben schwer machen. Die sind auch ziemlich groß und ziemlich gefährlich. Aber was bestimmt vielen nicht aufgefallen ist, der Grumble am Ende, der da aus dem Boden rauskommt und dann von Sieg angegriffen wird, ist ein anderer Grumble als die, die uns im Game verfolgen. Wenn ihr euch den Grumble hier am Ende nämlich genau anschaut, Leute, werdet ihr jetzt sehen, dass der größer ist, mehr Arme hat und eine riesige Narbe auf dem Kopf. Normalerweise haben Grumbles nämlich nur 5 von diesen Tentakeln, die ihr hier seht. Der Bruder hier hat aber 8. Er hat einfach 8 Tentakel und zwischen seinen Augen, seht ihr das, mitten auf seinem Kopf oben, diese riesige große Narbe. Das haben die anderen Grumble nicht. Also das hier ist sowas wie ein Anführer. Die meisten nennen diesen Grumble Queen Grumble, also Königin, Anführerin, wie auch immer. Auf jeden Fall
irgendeine leitende Persönlichkeit bei den Grumbles. Also ganz, ganz krank. Die Frage ist nur, wo kommt diese große Narbe her? Das wissen wir nicht genau. Aber am Ende wird dieser Grumble hier sowieso von Zeke angegriffen. Und ich glaube, danach geht's dem Grumble sowieso nicht mehr so gut. Bei Secret Nummer 6 sind wir zurück im Courtyard auf Floor 1. Denn hier wurde auch einiges geändert. Ein geheimer Keller wurde hinzugefügt. Ihr seht den Keller hier. Man kann diese Heckenschere finden im Courtyard, damit diesen Keller öffnen. Und wir haben ihn sogar in einem Livestream betreten. Da muss man sich sogar so hier reinducken und reinkriechen. Und dann hat man hier verschiedene Türen. Aber das Einzige, oh, und Fallen hat man auch. Ich glaube, ich bin hier unten in 3 Fallen insgesamt reingetreten. Aber was man hier unten hauptsächlich findet, ist irgendwie nur sehr viel Gold. Also gar keine krassen Gegenstände oder so. Zumindest habe ich keine gefunden. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in diesem Keller gefunden habt. Aber ich habe hier nur Gold gefunden. Bei Secret Nummer 7 haben wir Jeffs Radio bei Floor 51. Denn in diesem Update können wir sein Radio ausschalten. Ihr seht es hier, das hat vorher nie funktioniert. Wir machen es aus. Und Jeff wird ein bisschen sauer. Er wird ein bisschen sauer, aber er macht es einfach wieder an. Er killt uns nicht. Wir machen es nochmal aus. Jetzt wird er ein bisschen genervt, aber er macht es immer wieder an. Jeff ist halt cool. Jeff ist eine coole Nudel, okay? Am Anfang war das hier nie im Game. Oft haben mir Leute auch in Livestreams geschrieben, hey, mach doch mal das Radio aus. Aber es hat halt nicht funktioniert. Da hat nie ist irgendwas passiert. Aber jetzt, Jeff guckt immer so ein bisschen genervt und dann macht er es wieder an. Aber er rastet leider nicht aus. Ich würde gern sehen, wie Jeff in Wahrheit aussieht. Wir sehen nur seine Augen und seine Tentakel. Als Secret Nummer 8 haben wir Tür 101 in Floor 1. Wusstet ihr, dass das funktioniert? Dass ihr sogar Tür 101 in Floor 1 erreichen könnt? Dafür müssen wir Floor 2 überhaupt nicht betreten. Denn durch das Update wurde Floor 1 am Ending geändert. Wir laufen ja durch dieses Gewächshaus. Es gibt eine Menge Türen und eine Menge Kreuzungen. Und am Ende ist ganz oft Dupe da, um uns zu verwirren. Und Dupe erschafft ganz viele neue Türen immer bei diesen Kreuzungen, während wir auf dem Weg zu Tür 100 sind. Und dabei kann Folgendes passieren. Ihr seht hier ganz normal Tür 94, wie sie hier angezeigt wird. Aber hier ist Tür 96, das ist eine echte Tür. Und in solchen Fällen kann es auch passieren, dass eine Tür 101 entsteht. Obwohl wir noch gar nicht auf Floor 2 sind. Ich wette, das habt ihr noch nicht gewusst. Und als 9. Secret wusstet ihr, dass ihr das Ending bereits viel, viel früher sehen könnt. Damit meine ich das Ending von Floor 2. Als wir abhauen und da durch den Wald rennen, das könnt ihr schon viel früher sehen. Nämlich schon in Floor 1. Wenn wir nämlich im Courtyard unterwegs sind, gibt es hier so ein paar Bereiche, die ganz am Rand sind. Wenn ihr dann nämlich ganz an den Rand läuft und durch den Zaun durchguckt, könnt ihr dieses Setting hier sehen, was ihr gerade auf dem Bildschirm seht. Ne? Diesen Steinbogen, den Wald, den Fluss und so weiter. Und das ist genau da, wo wir am Ending langrennen und auf dem Weg zur Burg sind. Das heißt, wir sind quasi schon die ganze Zeit in der Nähe vom Ending, aber wir können nicht hin. Wir können nicht über den Zaun klettern. Ich habe Klettern nie gelernt, deswegen müssen wir außenrum. Und bei Secret Nummer 10 haben wir das Guiding Light, was ja viele von euch mittlerweile kennen sollten. Das ist ja immer so das Licht, was uns Hinweise zeigt, durch welche Tür wir als nächstes müssen, wo sich Gegenstände verstecken. Und auch während den Seek-Verfolgungsjagden zeigt uns immer das Guiding Light, wo wir langlaufen müssen, durch welche Tür wir können und wo der Weg lang führt. Und im Courtyard haben wir diese Statue, die ihr hier gerade auf dem Bildschirm seht. Und das ist ja quasi so eine Statue zu Ehren vom Guiding Light. Vielleicht sieht das Guiding Light sogar so aus. Und diese Statue hat sich jetzt in Floor 2 auch nochmal gehörig verändert. Am Anfang sah diese Statue ganz anders aus. Jetzt hat die Statue so ein Schwert in einer Hand, hat eine Krone auf und so. Aber wo genau ist das Secret hier? Wo ist das Geheimnis? Das Ganze ist nicht wirklich ein Geheimnis, sondern mehr eine Spekulation von meiner Seite, da wir uns jetzt ja sogar in diesem Burg-Setting befinden. Wir sind aus der Mine abgehauen, sind jetzt in dieser Burg drinne. Floor 3 wird also vielleicht in dieser Burg sein. Und das Guiding Light sieht so ein bisschen aus wie ein Ritter, oder? Ich meine, okay, es sieht aus wie ein Ritter mit Flügeln, aber wir sind jetzt in diesem Burg-Setting. Das Guiding Light hat hier eine Statue, die aussieht wie ein Ritter. Vielleicht werden wir das Guiding Light endlich mal in seiner richtigen Form sehen in Floor 3. Aber wie gesagt, das ist nicht wirklich ein Secret, das ist nur eine Spekulation. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und falls hier irgendwas Neues drin war, was ihr noch nicht wusstet, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann mache ich noch mehr solche Videos, weil glaubt's oder nicht, es gibt noch mehr Secrets in Floor 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.